Und dann moinsen zu diesem Stadion-Vlog mal wieder in Hoffenheim. Weil ich glaube, viel mehr Einheits- oder irgendwas brauchst du bei dem Spiel ja nicht. Ne? Wir kennen die Rahmenbedingungen. Du fährst dahin, Samstagabend, 18:30 Uhr, alle gucken auf dich, Einzelspiel, Topspielansetzung. Und du fährst dahin in diese 30.000-Arena mit. Wir wissen die Zahlen nicht genau, ist klar, aber roundabout 15.000, ein bisschen mehr vielleicht. Das wird komplett gestört. Seit letzten Jahren habe ich auch schon oft erzählt, war ich auch dabei, immer wieder Scheiße gefressen war. Deswegen heute wenigstens hoffentlich dann auch das Sportliche, was dazu passt. Letzte Jahre war auch schon immer top mit 7.000, 8.000 dort. War aber oft ein Freitag, einen Dienstag, einen Mittwoch, jetzt mal an einem Samstag. Das heißt, da ist die richtige Macht da, die richtige Invasion, die vollständige möglich. Und die wird dann eben auch stattfinden heute. Bin gespannt drauf, ob ich von euch viele Clips bekomme zur Geschichte. Das ist dann hier noch vor dem Spiel natürlich. Da kannst du ja quasi aus jeder Ecke irgendwas dann einbauen. Am Ende des Tages in jeder Ecke von diesem Stadion sitzt irgendwo ein VfB-Fan. Das ist kompletter Wahnsinn. Also die Rahmenbedingungen werden stehen, die Stimmung wird da sein. Es wird unglaublich, es wird ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel sowieso. Das wird Wahnsinn. Hoffentlich passt sportlicher auch, aber wenn man auf die Saison schaut bisher, wie gesagt, letzten Jahre waren auch andere sportliche Situationen bei uns, dann dürfte auch das gegeben sein. Ne? Wenn ich mir wieder überlege, was man so für Aufstellungstipps sich überlegt und sowas, da steht eine Truppe auf dem Platz, das ist unglaublich, jetzt eben auch neu, frisch mit 4 Nationalspielern für Deutschland. Die Jungs werden motiviert sein, beim Einlaufen schon diese Kulisse sehen von uns, das wird der absolute Vollwahnsinn. Also hoffentlich liefern wir uns auch mal sportlich ab. Ich bin sehr positiv, gewinnen wir das Ding, Heimsieg in Hoffenheim. Alter. Ja.
wieder. Heute, Alter. City am Zaubern. Den ist hier voll mit alles. So geil. Wow, bist du ein Ale, ale. Alter, was für eine Qualität wieder, Alter. Ja, 100 Pro. Wir sind überall. Vertreten immer würdig uns. Das hier die Macht hat. Für sie werden, denn wir sind Stuttgart. Wer nicht hilft, der ist Vanessa. Hey, hey, 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 wer nicht hilft, der ist Vanessa. Hey. Führen, Alter. Scheiße Hoffenheim! Scheiße, scheiße Hoffenheim! Scheiße, scheiße Hoffenheim! Scheiße, scheiße Hoffenheim! Scheiße Hoffenheim! Wir sind heute aus an ihrer Ort!
ist wieder da, der VfB ist wieder da. Das können nur die Schwaben sein, die uns vom VfB. Insgesamt war es ein toller Fußballabend für den VfB Stuttgart. Das Zitat von Werle in Stimmen zum Spiel. Geh mal rein, ja, in den Verlauf dieses, ja, Heimspiel im Auswärtsspiel, dieser Invasion, dieses wirklich, ja, wirklich bemerkenswerten Abends und wirklich einer, der auch einfach im Kopf bleiben wird, in der Geschichte bleiben wird, wie auch immer. Schon vor Anpfiff, schon eine Stunde vor Anpfiff, hat man schon von außerhalb gehört, was einen da drin erwarten könnte von der Stimmung. Kommen schon Ahnen dann drin gewesen, wurden schon sogar Luftballons verteilt auf die Plätze und auch da war schon vor dem Spiel, klar, schon vor dem Spiel mir aufgeschrieben in Notizen, das wird 90 Minuten lang Dauergrinsen werden. Natürlich, wenn das Spiel noch dazu passt, klar, aber vom Ding her, von der Stimmung her, von dem, was da abgeht, ne, alle in Rot oder generell dieses gesamte Stadion bis eben auf, ne, der Hoffenheim-Block, alles VfB, da war klar, das wird 90 Minuten lang durch Dauergrinsen sein, komplett gestört, komplett unfassbar, da gehen die Worte aus für das, was da abging. Und auch da, wie gesagt, auch natürlich eher als Witz gemeint so vom Ding her, aber wenn ich weiß, als Hoffenheim-Fan, ich habe da Karten irgendwo im neutralen Bereich für das Spiel, würde ich halt gefühlt zu Hause bleiben, weil ich weiß ganz genau, dass ich hier nur zum Zugucken komme, Stimmung oder sowas kommt hier null auf. Ich habe hier quasi ein Auswärtsspiel. Ich hätte es mir echt stark überlegt, als Hoffenheim-Fan bei so einem Spiel ins Stadion zu gehen, im neutralen Bereich, sage ich ganz ehrlich, weil es gab ja immer wieder ein paar Leute zwischen den hunderten, tausenden VfB-Fans überall, also schon wild. Auch sogar Vorsänger unten im neutralen Bereich dabei gewesen, Hoffenheim Pyro Action, wir hatten auch so, ich sag mal,
Pyro-Rauch-Action, wie auch immer, dann eben auch in der Halbzeitpause nochmal richtige Pyros, sag ich mal, oder Lichteraktionen. Auch da, ich bin mir nicht sicher, wer es war, aber ich tippe mal, dass es Hoffenheim war. Selbst bei so einem Spiel, selbst im Heimspiel, für die wird die Seiten gewechselt, auch Vogelwild. Das ist halt so ein Ding, was immer auswärts passiert bei solchen Mannschaften. Hoffenheim, Leverkusen und so weiter, was ich auch oft dann anspreche. Aber direkt gemerkt von Anfang an, die Chancen sind bei uns, das Spiel ist bei uns, die Jungs haben Bock, die Jungs nehmen das Ding komplett mit, die nehmen diese Kulisse komplett mit, die leben da drin, die übernehmen das ins Spiel, Spielfreude, zeitweise am Zaubern gewesen, irgendwelche Tunnel geschoben und so weiter und so fort, gerade ein Mio ganz vorneweg, Wahnsinn, der trifft dann auch hochverdient zur Führung 1-0, das ist in der Zusammenfassung vorhin nochmal gesehen, ein absoluter Weltball, was ein Ball von Undaf da auf Mio durch, schon nach einer halben Stunde waren es 9-1 Torschüsse für uns, wird mal irgendwann auf der Leinwand gezeigt. Was man gemerkt hat, das Hoffenheimer Konterspiel war potenziell gefährlich, ne, kann man so ein bisschen, wir kennen ja Matarazzo-Fußball, da ist schon Möglichkeiten da gewesen oder potenzielle Möglichkeiten da gewesen, über Tempo, Bebu, Bayer und so weiter zu kommen, wurde aber am Ende des Tages ja nicht wirklich null gefährlich eigentlich, sonst einfach bockstark, einziger Negativpunkt, du musst halt schon früher 2-0 führen eigentlich, und dann eben, ne, auch von dem Ding zeitpunktmäßig und alles perfekt. Kurz vor der Halbzeit trifft Gerassi 2-0 eiskalt. Auch das war wieder unter Vorlage. Hatte ich so im Stadion gar nicht richtig mitbekommen oder gar nicht richtig gesehen. Aber jetzt in der Zusammenfassung nochmal, auch das wieder Undaf gewesen. Fangesänge komplett durchgeknallt. Das war wirklich, wie es jedes Mal gescheppert hat. Es war absolute Weltklasse. Und dann auch irgendwann geschaut, zur Halbzeit nochmal 15-2 Torschüsse gewesen. Kicker schreibt von hochüberlegener VfB, was es auch war. Hoeneß hat auch nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, es war mit die beste erste Halbzeit, die wir gespielt haben der Saison. Das war bock stark. Zweite Halbzeit, bisschen träg gestartet. Ja, aber gut, das war eher das Hoffenheim-Problem als unser Problem. Wir finden schon 2-0, da hätte Hoffenheim mehr machen müssen, dass sich irgendwas ändert. Konnten wir uns ja leisten. Heute dürfen alle mal, habe ich geschrieben, so ein bisschen witzig gemeint, Leveling 3-0 nach dem Freistoß so. Gegentor gegen Köln-Style, ne, breit da hinten raus und lange Ecke, ne, 3-0, dann war sowieso das Thema komplett durch. Die Fans haben gesagt, nach all der Scheiße geht es auf die Reise, Forza Bad Cannstatt und so Geschichten, da ging es komplett steil, wirklich komplett geil gescheppert jedes Mal aufs Neue. Und eben jetzt mal auch zu beobachten, wird auch von meinem Blickwinkel natürlich auch perfekt, links hast du den Block, Nebenblock noch die ganze Gerade, rechts bei uns war auch alles weg, egal wo du hingeschaut hast, außer du guckst genau geradeaus auf diese 1, 2, 3 Stehblöcke bei Hoffenheim, das hast du sonst, egal wo du hingeschaut hast, nur VfB gesehen, nur Rot gesehen, kompletter Wahnsinn, wie gesagt, Zahlen ist schwierig, sich da irgendwie jetzt auf was Genaues festzulegen, irgendwas gelesen von 17.000 irgendwo, die meisten sind eher bei so 15.000 in die Richtung, so als Orientierung. Irgendwo da, 15.000, 17.000 würde ich auch mal in die Richtung tippen. Das war komplett krank. Auch wieder zu Null, ne? Eine Abwehr aus Granit habe ich aufgeschrieben, weil der auch noch wieder aufkam, der Fangesang, auch mal wieder zu Null gespielt. Das muss halt auch mal sagen, ne? Platz 8, Hoffenheim, gut vom Spieltag vor Augsburg sogar noch, bevor die jetzt auf Platz 7 sind, wilderweise. Auf Platz 7 gewesen, jetzt eben auf Platz 8. Sauber hergespielt, über 90 Minuten Hoffenheim chancenlos gewesen im offiziellen Heimspiel, eigentlich Auswärtsspiel. Das war komplett Wahnsinn. Wie gesagt, Mannschaft hat alles mitgenommen, Kulisse mitgenommen, dieses Gesamtgefühl mitgenommen, hat genauso geliefert auch. Am Ende 25-7 Torschüsse gewesen, laut dem Kicker. Und genauso perfekt, ne? So hat man sich das vorgestellt. Wir haben die letzten Jahre ja schon so viel Scheiße gefressen, auch weil Hoffenheim oft erzählt, letztes Jahr zum Beispiel war ja auch eigentlich mehr oder minder alles perfekt, ne? Spiel war geil, geile Fans dabei mit 7.000, 8.000 auf dem Dienstagabend. Und dann Kramaric, letzte Minute, Ausgleich 2-2 und gehst trotzdem im kompletten Bruch nach Hause. Heute wirklich von vorne bis hinten Anreise, Spiel, Stimmung und so weiter, wieder Heimreise, alles wirklich von vorne bis hinten perfekt. Absolut Weltklasse, das tut so gut, eben vor allem eben bezogen auf die letzten Jahre und eben auch spezifisch auf die letzten Jahre in Hoffenheim bezogen, tat das so unsagbar gut. Ja, und auch da muss man sagen, auch ohne unsere Heimstimmung irgendwie runterreden zu wollen, überhaupt nicht, aber vom Vergleichswert her, Heimspiel Köln oder so, Heimspiel Mainz oder auch Union von mir aus, das war von der Stimmung her schon krasser als die letzten ein, zwei Heimspiele, schon finde ich, gefühlt auf jeden Fall, das war absoluter Vollwahnsinn. Auch Sky-Übertragung haben sie aufgenommen, sogar zu Hause, auch alles immer wie VfB immer nur gehört, das war komplett gestört, auch die Kommentatoren haben ja auch ein bisschen geschwelgt oder sich gefreut drüber oder wie auch immer, darauf immer wieder angesprochen, Wolf Fuß und sowas. Wahnsinnsabend, wunderschön, der Zug fährt weiter ganz klar Richtung Champions League, Richtung Königsklasse, ein Weltklasseabend gewesen in Hoffenheim, eine Weltklasse, ja, Demonstration, Invasion, Machtdemonstration, whatever, nennt es wie ihr es wollt, grandios, es ist genauso passiert, wie wir uns erwünscht haben, Hoffenheim sauber hergespielt, 0-3 Auswärtssieg, ungefährdet,
was wollen wir noch mehr sagen? Weltklasse, Weltklasse. Danke fürs Zuschauen. Ja, natürlich wie immer gerne alles in die Kommentare. Schwelgt auch da weiter. Wohlfühloase, VfB, wie ich so gerne sage. Und natürlich auch wie immer auch ganz wichtig, um das hier weiter rein zu pushen, hier unsere VfB-Community gerne kostenlos liken, ein Abo da lassen. Ganz klar Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.